Was ist das denn für ein Gesöff? Dank ihres Einsatzes ist Massara jetzt Schauplatz einer offenen Revolte gegen Arcturus Mengsk. Laut Aussage des ehemaligen Sträflings Tykes Findlay ist die Liga nach Massara gekommen, um ein außerirdisches Artefakt zu bergen. Die Aneignung dieses Artefaktes dürfte der Liga einen weiteren Schlag versetzen. Und der Verkauf von Tykes Findlays mysteriöse Kontakte sollte neue finanzielle Mittel einbringen. Dieser alte Außenposten sieht nicht gerade nach was Besonderem aus. Immer mit der Ruhe, mein Junge. Die Liga-Ingenieure sind hier nicht umsonst schon seit Monaten am Graben. Siehst du diesen Kran? Sie wollen das Artefakt, das sie gefunden haben, von diesem Planeten wegschaffen. Da brat mir doch einer einen Zergling. Siehst du? Du musst manchmal ein bisschen mehr Vertrauen haben, Jimmy. Na dann. Verpassen wir der Liga mal einen Weckruf. Machen wir die Basis zu Kleinholz und holen das Ding da raus. Wow, eigener Schreck! Nicht genügend Mineralien. Wir brauchen viel mehr Space Marines, bevor wir den Liga-Außenposten angreifen können. Sie werden in der Kaserne ausgebildet. Wo wir schon dabei sind, mit mehr WBFs können wir die Mineralien schneller einsammeln. WBFs werden in der Kommandozentrale ausgebildet. Kapiert! WBF einsatzbereit! Nicht genügend Mineralien. Durchgeladen und entsichert. Abmarsch bereit. Worauf soll ich ballern? Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Bereit machen, Jungs. Worauf soll ich ballern, Sir? WBF einsatzbereit. Kann's kaum noch. Bereit machen, Jungs. Hier komm ich. In Ordnung. Kommt noch was? Commander, die Liga greift die Rebellenbasis im Südwesten an. Gut. Das hält uns die Liga vom Hals. Diese Leute brauchen unsere Hilfe, Tykes. Wir werden sie auf keinen Fall ihrem Schicksal überlassen. Durchgeladen und WBF einsatzbereit. Warten! Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen! Ja. Rebellenabschau! Jetzt geht's rund! Sind wir froh, euch Jungs zu sehen! Wir sind auf eurer Seite. Sagt einfach, wo wir uns aufstellen sollen. Willkommen an Bord, Jungs. Es sind Rainers, Jungs. Ich kaum noch erwarten. BBF bereit. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Muss ein Notfall sein. Rainers, der Größte. Die Liga kann zur Hölle fahren. Bereit machen, Jungs! Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Der Doktor ist da. Durchgeladen und die bösen Jungs sind darunter! Abmarsch bereit! Warnung! Hellions der Liga nähern sich. Noch erwartet! Nicht genügend Mineralien. Jetzt geht's rund!
Diesen Bunker auszuräuchern war saubere Arbeit, Jimmy. Deine Jungs gepaart mit meinen Fähigkeiten. Unschlagbar. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Jetzt geht's los. Verstanden. Durchgeladen und entsichert. Abmarschbereit. Du brauchst doch nicht ballern, Sir. Hier komme ich, das ist kaum noch erwartet. Los, los, los. Aber bereit machen, Jungs. Jetzt geht's los. Durchgeladen! Wo tut's denn weh? Abmarschbereit! Nicht genügend Mineralien. Los, los, los! Hier komm ich! Nicht genügend Mineralien. Kann's kaum noch erwarten. Bereit. Durchgeladen und entsichert. Hier komme ich! Nicht genügend Mineralien. Kann's kaum noch erwarten. Kommt noch was? Jetzt BBF einsatzbereit. Nicht genug Vespingas. Nicht genug Vespingas. Wow, Heigen erschreckt! Jep. Was nicht passt, wird passend gemacht. BBF bereit. Los, los, los! Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Jetzt geht's schon! Nicht genug Vespingas. BBF einsatz. Nicht genügend Mineralien. Hier komm ich! Durchgeladen und BBF bereit. Abmarsch bereit. Bereit machen, Jungs! Los, los, los! Nicht genug des Blutes. Kaum noch. Nicht genug des Blutes. Kommt noch was? BBF bereit. Du hast nicht jeder Stimme gebraucht. Hier komm ich. Los, los, los. BBF einsatzbereit. Abmarsch bereit. Kannst kaum noch etwas Hilfe gebrauchen! Durchgeladen und entsichert! Jetzt geht's los! Hier komm ich! Los, los, los! Kommt noch was? Abmarschbereit! Immer mit der Ruhe! Bereit machen, Jungs! Freu dich schon drauf! Zugriff auf Krankontrolle. Dechiffriere Sicherheitssystem zur Überbrückung. Krankontrolle übernommen. Sehr schön. Dann lasst uns das Ding mal an Land ziehen und dann nichts wie weg hier.
Mann. Hat der Magistrat hier denn nicht gewusst, dass er einen Schwerverbrecher zum Marshall macht? Er hat sogar darauf gezählt. Ich glaube, mein Ruf als harter Kerl hat dabei geholfen, dass hier alles schön ruhig geblieben ist. Solange ich diese Marke getragen habe, habe ich nicht einen einzigen Menschen erschießen müssen. Wo bleibt denn da der Spaß? Was ist denn das? Ich dachte, die Zerg wären hier vor ein paar Jahren von diesen komischen Protoss ausgeräuchert worden. Das ist jetzt 4 Jahre her. Und noch immer finden sie da draußen in der Wüste versteckte Nester. Eine Trophäe wie die hier sollte einen guten Preis auf dem Schwarzmarkt haben. Lust, ein wenig jagen zu gehen, Partner? Tu, was du nicht lassen kannst, Tychus. Ich habe schon so viele Zerg gejagt. Das reicht für 2 Leben. Ich muss schon sagen, Jimmy, aus dir ist ja eine richtige Kampfmaschine geworden. Wenn ich Mengsk wäre, würde ich mich auch vor Angst verkriechen. Das meinst du ja wohl nicht ernst, Tychus, oder? Nein, war nur Spaß. Wie ist das so, gegen die Zerg zu kämpfen, Jimmy? All die Schwierigkeiten, in denen wir damals gesteckt haben. Die Situationen, wo wir gerade noch so davongekommen sind. Das alles ist ein Witz im Vergleich dazu, wie schrecklich die Zerg sind, Tychus. Du hast einfach keine Ahnung, was Angst wirklich bedeutet, bis du Tausende von diesen Viechern auf dich zustürmen siehst. Danke, dass Sie dran geblieben sind. Schalten wir nun zu Kate Lockwell mit Neuigkeiten über den gewaltsamen Aufstand von Jim Rayner. Danke, Donny. Rayner weitet eindeutig die Liste seiner Ziele aus. Er hat einen Anschlag auf eine archäologische Grabungsstätte der Liga verübt und möglicherweise ein gefährliches außerirdisches Artefakt in seinen Besitz gebracht. Zu diesem Thema hat sich heute auch Imperator Max zu Wort gemeldet. Es ist nicht abzusehen, welche Verwüstung diese scheinbar harmlosen Relikte auf unseren Welten anrichten könnten. Jeder, der des Besitzes eines solchen Gegenstandes überführt wird, wird die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen. Sieh's positiv, Partner. Du bist so oder so auf seiner Abschussliste. Danke, Tychus. Schockierend, Kate. Ich befürchte, die zivilen Verluste werden schrecklich gewesen sein, angesichts Rayners terroristischer Handlungen. Nun ja, eigentlich scheinen die einzigen zivilen Verluste, die zu beklagen waren, durch übereifrige Liga-Sicherheitskräfte. Vielen Dank, Kate. Wir machen die Nachrichten. Jim Rayner tötet Frauen und Kinder auf Masara. Also, Tychus, wer ist denn jetzt dein mysteriöser Käufer? Bei wem sollen wir das Artefakt abliefern? Bei so einem Haufen Intelligenzbestien, die sich Möbius Foundation nennen. Möbius? Das ist doch eine anerkannte Forschergruppe. Warum zur Hölle sollten die etwas mit dir zu tun haben wollen? Als dein Kumpel Mengsk den Handel mit Alienzeug für illegal erklärt hat, waren sie verzweifelt genug. Und du kennst mich, Jimmy. Ich bin ein großer Freund der Wissenschaft. Was ist das denn für ein Gesöff?